Kann man eine Wasserader abschirmen? Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sebastian Krüger. Ich bin Heilpraktiker, Baubiologe und Betreiber des Blogs strahlenfreiwohnen.de. Und hier bei strahlenfreiwohnen bekommen wir häufig die Anfrage, ob man eine Wasserader abschirmen kann. Und ich weiß, da draußen in Routengängerkreisen gibt es die alte Regel, die mir auch mein damaliger Routengängermeister eingetrichtert hat, dass man auf gar keinen Fall irgendetwas gegen diese Art von Strahlung tun kann und dass man sie vor allem nicht abschirmen kann. Ich habe dann selber angefangen, sehr tief zu buddeln und habe halt mir, also nicht nur meine eigene Erfahrung mit reinspielen lassen, sondern ich habe mir auch sehr viele Bücher zu dem Thema durchgelesen und habe viel experimentiert und viel geschaut und bin auch für mich zu dem Ergebnis gekommen, dass sich eine Wasserader nicht tatsächlich physikalisch abschirmen lässt, und zwar aus bestimmten Gründen. Das hat mit der Höhe der Frequenz zu tun, aber man kann genau auf die gleiche Art, auf Frequenzebene, dennoch etwas dagegen tun. Also, was können wir dagegen tun? Wenn man tiefer in dieses Thema reintaucht, dann kommt man irgendwann zu Otto Höpfner. Otto Höpfner ist ein ehemaliger Maschinenbau- oder Flugzeugingenieur gewesen. Ich weiß gar nicht genau, was er genau gemacht hat. Auf jeden Fall ein sehr technikorientierter Typ. Und der hat, als er ins Rentenalter gekommen ist, hat er die Radiästhesie für sich entdeckt und hat sehr viel Forschung betrieben, hat damals in den 70er Jahren schon die ersten Bioresonanzgeräte entwickelt, die ersten analogen Bioresonanzgeräte. Und so sein Steckenpferd war das ganze Thema durch die Augen in Bezug auf Frequenzen zu betrachten. So, und er hat für sich herausgestellt, dass die Frequenz, in der sich eine Wasserader, die Trägerfrequenz, nennen wir es einfach so, die Trägerwelle einer Wasserader, in einem Spektrum abspielt von 10 hoch 40 bis 10 hoch 45 Hertz, also weit höher als das Spektrum des sichtbaren Lichts, was bis 10 hoch 15 Hertz ungefähr geht. Das heißt, wenn man dem Glauben schenken darf, und natürlich gibt es keine Geräte, die das messen können, sondern man kann es nur radioästhetisch abfragen und radioästhetisch ermitteln, sagen wir es einfach mal so. Ich muss sagen, ich habe wirklich lange mich damit beschäftigt und habe verschiedene Möglichkeiten gesucht, wie man das Ganze für sich definieren kann. Und ich bin schon sehr bei dem guten alten Otto Höpfner in Bezug auf diese Frequenzen, denn das macht für mich aus verschiedenen Gründen Sinn. So, ohne jetzt tiefer reinzugehen, da habe ich auch in meinem Blog Strahlenfrei Wohnen ein bisschen was zu beschrieben, möchte ich einfach nur von der Logik her. Sagen wir mal, es ist tatsächlich so, dass diese Frequenz 10 hoch 40 Hertz oder 10 hoch 45 Hertz beträgt, dann würden viele Sachen Sinn machen, die Qualitäten, die wir der Wasserader zuschreiben. Zum Beispiel, dass sie ungefiltert bis in den höchsten Stock eines Hochhauses noch geht und dort oben bis auf den Zentimeter genau zu messen ist. Das funktioniert, wenn die Frequenz sehr hoch ist und die Welle ganz, ganz kurz ist, also kurze Wellenlänge, und es damit nicht aufzuhalten ist durch irgendwelche Substanzen, die in einer niedrigeren Frequenz schwingen. Das heißt, man kann eine hohe Frequenz nicht durch eine niedrigere, sag ich mal, aufhalten oder dementsprechend auch abschirmen. Das wiederum erklärt, warum man nicht einfach eine Kupfermatte oder eine Korkmatte irgendwo hinlegen kann und schon ist diese Frequenz nicht mehr da. Denn wenn wir wiederum in einem Haus gucken, und ich habe selber auch in vielen auch Mehrfamilienhäusern Hausanalysen gemacht, also ich habe sehr viele Hausanalysen gemacht, sehr viele Schlafanalysen über viele Jahre, dann muss ich feststellen, dass ich die Störzonen auch immer oben noch gut gefunden habe. Zwar nicht immer an der gleichen Stelle wie unten, das hat verschiedene Gründe, was aber auch zum Beispiel mit der Theorie dieser hohen Frequenz in Übereinstimmung zu bringen ist, sage ich jetzt mal. Denn wenn man einfach mal schaut, ein Laserpointer zum Beispiel, ein Laserstrahl, wenn man ihn auf schräges Gelände stellt, dann geht der Laserstrahl einfach schräg hoch. Und der Unterschied zwischen einer Glühbirne und eines Laserstrahls ist im Grunde, dass die Glühbirne das Licht streut, der Laserstrahl aber nicht. Und physikalisch betrachtet hat einfach der Laserstrahl die viel, viel höhere Frequenz. Hat also nicht diesen Streueffekt wie eine Glühbirne, die in einer niedrigeren Frequenz schwingt im Grunde. So, das Gleiche passiert auch bei Wasseradern, sagen wir mal bei Erdstrahlen. Bei Verwerfung ist es nämlich ähnlich. Das heißt, wenn ich zum Beispiel im Erdgeschoss die Wasserader an einer bestimmten Stelle messe, dann heißt das nicht, dass die im oberen Stockwerk an der gleichen Stelle sein muss. Und das wiederum
kann man erklären, dass zum Beispiel durch Bewehrung im Beton, also die Metallbewehrung da drinnen im Stahlbeton, dass dadurch Sachen abgeleitet werden können, ist sicherlich möglich. Ich glaube aber, dass es sehr viel damit zu tun hat, ob diese Strahlung schon im Erdreich abgelenkt wurde und dementsprechend einfach nicht geradlinig, sondern schräg hoch geht. Also damit würden wir auch die Theorie bestätigen, unter dem Aspekt, dass es mit dieser hohen Frequenz zu tun hat. So, das Thema dieses Beitrags ist, kann man eine Wasserader abschirmen oder kann man Wasseradern abschirmen? Und ich möchte jetzt nicht zu weit ausufern, weil dieses Thema ist so groß, da könnte ich jetzt noch weiß wie lange drüber reden. Ich werde auch noch in vielen kleinen anderen Videos die Sachen nochmal aufgreifen, die ich jetzt vielleicht hier kurz angerissen habe. Aber wenn ich jetzt einfach mal sage, aus meiner Erfahrung heraus ist es tatsächlich so, wie Otto Höpfner das auch beschrieben hat, ob das jetzt 10.45 Hertz oder 10.40 Hertz sind, das ist eigentlich völlig egal. Aber die Frequenz ist auf jeden Fall sehr, sehr hoch und grundsätzlich immer in einer starken Minuspolarität, in einer starken Pluspolarisierung. So, das heißt, wenn wir versuchen, diese hohe Frequenz mit etwas abzuschirmen, was niedriger schwingt, wie schon gesagt, ist es völlig egal, ob das Kupfer ist, ob das Kork ist, ob das Blei ist oder was auch immer. Es geht einfach durch. Wir kriegen es noch darüber gemessen. Und das kann ich auch beweisen, wenn ich zum Beispiel mit einem Bioresonanzgerät hergehe und schaue, ob ich diese Frequenzen noch reinkriege, wenn im Endeffekt eine Kupferplatte einfach nur dazwischen liegt. Und das tut es. So, wie kann man eine Wasserader abschirmen oder wie kann man eine Wasserader, sage ich jetzt mal, unschädlich machen? Auch da wiederum durch die Frequenz. Denn wenn ich einfach davon ausgehe, dass wir eine linksdrehende Wasserader, was links rechts drehend ist, werde ich auch noch mal in einem Video erklären. Werde ich dann irgendwann hier links rechts oben posten. Eine linksdrehende Wasserader, die für uns schädlich ist, schwingt in dieser hohen Frequenz in einer bestimmten Polarisierung, in der Pluspolarisierung. So, und wenn ich jetzt hergehe und ich finde in der Natur eine rechtsdrehende Wasserader, dann hat diese die gleiche Frequenz, aber in der umgedrehten Polarität. Und es ist schon oft vorgekommen, dass ich in meinen Analysen Wasseraderkreuzungen gefunden habe, wo zuvor ein Routengänger war, der einfach nur mit der Wünschelrute geschaut hat, ist da was, ist da nichts und gesagt hat, okay, hier ist eine Wasseraderkreuzung, ganz gefährlich, hier kriegt man auf jeden Fall irgendwelche schlimmen Krankheiten, hier muss man runter. Er hat aber nicht darauf geachtet, wie die Polarität dieser einzelnen Adern ist, sodass wir dann, als ich das nachgemessen habe, teilweise festgestellt habe, dass der Kreuzungspunkt im Grunde neutralisiert wurde, weil es durch eine Phasenauslöschung, eine Interferenz quasi zu einer Neutralität mehr oder weniger gekommen ist, sodass wir diese Plätze dann auch wieder unschädlich waren, sodass man dort auch schlafen konnte zum Beispiel, ohne diese typischen Belastungen durch eine Wasserader zu spüren, wie zum Beispiel diesen starken Energieverlust oder diesen Stress, den man da oftmals spürt. Genau, also in diesem Video sollte es nur ganz kurz dazu gehen, kann man eine Wasserader im Schlafzimmer abschirmen? Und da, auch wenn ich oftmals nicht der gleichen Meinung bin wie einige alte Routengänger, ja, da bin ich komplett d'accord mit allen, die sagen, nein, das geht nicht. Man kann eine Wasserader, jedenfalls nicht mit Mitteln, die ich kenne, die hier von der Erde kommen, abschirmen. In diesem Sinne, das soll es kurz gewesen sein. Haben wir noch ein bisschen Zeit? Nee, Zeit ist um. Bis zum nächsten Mal. Ja, kleine Ergänzung zu dem Video. Ich habe natürlich jetzt das Thema Ausgleichen ganz kurz angesprochen, wie das halt in der Natur passiert. Man kann dieses Verfahren auch nutzen, sage ich jetzt mal, um Störzonen zu Hause auszugleichen. Also speziell ist eine Wasserader als Beispiel, ne? Indem man bestimmte Hilfsmittel verwendet, um diese Frequenz letztendlich verfügbar zu machen an dem Ort, wo man sie dann tatsächlich braucht. Wer sich dafür mehr interessiert oder näher interessiert, einfach mal schauen, strahlenfreiwohnen.de, da beschreibe ich da viel zu, oder biogeta.de, da wird auch eine Menge beschrieben, Produkte, die sowas können. Da geht es speziell um ein Produkt, das ist der Bio-Wafer, der genau diese Interferenz erzeugt, womit man eine Wasserader ziemlich gut ausgeglichen bekommt, auch messbar ausgeglichen bekommt. Ansonsten besteht auch die Möglichkeit, dem Körper ausgleichende Frequenzen in Form einer Biofeldformung zur Verfügung zu stellen. Das ist im Grunde wie eine kontinuierliche Bioresonanztherapie. Da verändern wir nicht groß was an den Störzonen, sondern stellen dem Körper
ausgleichende Frequenzen zur Verfügung. Großer Vorteil ist davon oder dabei, dass man nicht nur auf Wasseradern beschränkt ist, sondern damit auch noch andere Störungen gut ausgeglichen bekommt. Aber auch da möchte ich jetzt nicht viel zu erzählen. Einfach mal auf der Seite schauen. Und wenn da Interesse besteht, kann man die Geräte für 3 Monate kostenfrei testen und dann selber entscheiden, ob das das Richtige ist oder nicht. In diesem Sinne, das wollte ich noch ganz kurz hinzufügen.